Hallo Leute und willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac. Es geht wieder weiter und ihr werdet es schon bemerkt haben wahrscheinlich, aber mein Mikrofon klingt anders bzw. mein Headset. Das liegt daran, dass ich ein neues gekauft habe, weil das alte langsam auseinanderfiel. Und ja, lasst euch daran nicht stören und genießt doch einfach das Spiel. So, das letzte Mal haben wir mit Maggie durchgespielt, so viel ich weiß, mit Isaac und Maggie, das heißt jetzt kommt Kane an die Reihe. Ich glaub's, sonst wenn ich zweimal denselben Champ. Ach da, ich hab Kane schon, doch klar, Kane habe ich schon. Mal gucken, normal durchgespielt, Satan und auch noch normal, okay, ich muss Judas. Dann starten wir mit Judas. So. Lange nicht mehr gespielt, ob das Spiel noch kann, ist eine andere Frage. Wird schon nicht so schlimm werden. Oh, Goldschlüssel. Ich weiß nicht, ob ich den schon erklärt habe, aber mit dem kann man auf einer Ebene unendlich Schlüssel benutzen. Aber nur auf einer Ebene. Gleich ein Herz, das ist einfach praktisch. Nichts. Unbesiegbarkeitsbuch brauchen wir nicht. Wir haben das Book of Belial, was ihr schon kennt aus einem anderen Run. Also genießen wir doch mal noch das Büchlein hier. Und gehen weiter. Oh nein, ich mag die Gegner nicht. Ich mag die anderen noch weniger, die Fleischklötze. Ich habe unendlich Schlüssel, das wollen wir nicht aufmachen. Das hätte ja auch ein Bosskampf sein können, dann hätten wir Geld gekriegt. Aber es sieht nicht so aus, als ob da was ist, das uns interessiert. Außer die Karte, aber die können wir schlicht aufmachen. Ne Bombe haben wir nicht, also gehen wir weiter. Gib mir. Also das Buch, wenn ich schon hab. Seht ihr schon rote Schüsse? Macht schon extrem viel Schaden. Ah, das war dumm. Ah, das war dümmer. Gut, dann legen wir mal eine Wahl los. Langsam komme ich ja wieder in den Lauf rein. Aber jetzt muss ich so daran gewöhnt, da zu spielen. Dauert schon mal eine Weile. So, gleich noch ein rotes Herz plus Speed Up. Okay, da unten ist ein Geheimraum und da links ist ein Geheimraum. Muss ich mir merken. Das ist immer, wenn er das weiße Herz hat, dann sieht man die Räume aufgehen, die Geheimräume, und dann gleich wieder zugehen. Falls ihr zurückspult, könnt ihr es auch sehen. Was ich meine. Okay. Wir haben kein Geld und wir kriegen was Schlechtes. Aber dafür 5 Bomben, das ist auch wiederum gut. Das Teilchen ist einfach, dass man die Bomben nicht mehr legt und Silber auslösen kann. Gehen wir zuerst mal in den Supergeheimraum. Kriegen die Gabel. Das macht einfach, dass man bei einer Gegnertötung sich zu einem bestimmten Prozentsatz, also zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit heilen kann. Natürlich, wenn man mal die Geheimräume hat, dann muss ja mindestens einer nutzlos sein. Und der andere nicht gerade das, was man will. Come on. Danke. Frage, soll ich es riskieren oder soll ich es nicht riskieren? Ich könnte es gut riskieren. Okay, ich riskiere es. Totally worth it. Hm.
schnell genug. Also kann er mir nicht mehr viel machen. Was hat er getötet? Das auch? Ne, jetzt haben wir noch einen Schuss oder so. Zwei Schüsse. Und wir kriegen noch eine Pille, die bestimmt negativ ist. Pretty Fly. Okay, das war doch eine positive. Mal gucken, was wir so machen können. Momentan läuft es nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Wir haben einen Schlüssel, aber nur 5 Geld. Ah, wollen denn nicht gerade alle noch die Form ändern? Wäre doch mal einiges einfacher dann, oder? Nicht zu töten. Und gerade jetzt ist es auch gefühlt, das ist ganz gut. Okay. Und schon wieder die. Einfach, dass man ein bisschen länger. Die sterben, sobald sie weniger als 3 aufeinanderfolgende haben. Nein, weniger als 2 ist bestimmt. Das heißt, so könnte man leben. Wenn ich es in die Mitte ausgenockt hätte, hätte er nicht mehr leben können. Der Fool brauche ich mal also nicht, aber gehen wir mal da rein. Es ist wieder Krampus. Ich glaube, jedes Mal bisher, dass ich den Raum betreten habe, kam einmal Krampus raus. Autsch, bin ich früh wieder zurückgegangen. Das kann natürlich auch passieren. Was, du willst nicht schreien? Ich weiß, Schreier wartet. Autsch. Ich möchte das schnell wie möglich tot sehen, deswegen bin ich jetzt ziemlich aggressiv. Ich verliere extrem viel Leben dadurch. Wie extrem viel meint ihr extrem viel Leben? Wir haben das mal geschafft. Herzen auffüllen ist nicht so ein Problem, da haben wir schon. Das silberne Herz ist Leben weg. Dann gehe ich lieber nicht rein. Sieht unser Schussfenster so ein bisschen spezieller aus. Ah! Das hätte ins Auge gehen können. Wie das tränende Auge. Oh mein Gott, so ein Schlüssel, das ist ja recht praktisch. Ich würde gerne fliegen können. Bisschen müde. Obwohl ich nicht sagen sollte, ich hasse euch. Sterbt einfach alle. Nein, nicht zwei gleichzeitig. Von zwei Seiten. So. Schlüssel. Ach ja, stimmt. Geheimraum, aber gibt es da oben rein, das weiß ich noch. Könnt ihr bitte dorthin schießen? So, da oben. Da oben. Okay, da ist auch kein Geheimraum. Es könnte nur noch rechts einer sein, aber da wird wahrscheinlich ein Grauch. Wheel of Fortune, nee. Aber ich habe kein Geld, darum lohnt es sich nicht. Was heißt, der Secret Raum könnte hier sein? Mit dem Einhorn. Das Einhorn ist sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob ich schon erklärt habe, das macht für kurze Zeit unsichtbar. Unbesiegbar. Und wenn man einen Gegner reinläuft, macht man Schaden. Ach, come on!
Das ist nicht witzig. Die ersten müssen jetzt langsam mal sterben, dachte ich gerade. So, die sollten auch nicht mehr allzu lange überleben, haben auch schon ein bisschen was abgekommen. Okay, wir müssen noch ein, zwei Schüsse aushalten. Ja. Und negativ. Speed down. Ich hätte schon langsam so viel am Anfang. Gefällt mir nicht so, aber ich muss damit leben. Aber was noch eine Spinne. Eine Spinne wäre mir noch ein bisschen egal gewesen, aber drei. Die muss ich zuerst noch mal Nieren beibringen. Was macht das für Giftschaden machen? Normalerweise wären die Schüsse jetzt grün, aber da wir das Kohl haben, die waren sowieso nur schwarze Schüsse. Bis sie dann einen bestimmten Schaden machen, wo sie wieder rot sind. Aber Lucidio Gift, das ist sehr praktisch bei anderen Gegnern. Also das vergiftet nicht immer hundertprozentig, aber sehr oft. Oh, endlich mal ein bisschen Geld. Dort längst sind wir noch nicht durchgegangen. Das ist sicher nur ein Raum, sicher noch der Folterraum dazu. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oh, doch nicht. Und sogar noch ein Schlüssel, das ist gut. Okay, das hat sich gelohnt. Solange ich nicht zu viel Schaden nehme. Der war es. Oh. Ich dachte gerade so, ich sollte nicht dort stehen. Und dann habe ich gerade noch flüchten können. Oh, das ist ja schnelle. Deswegen kam mir so gefährlich vor. Und da kommt jetzt noch. Ah, die. Gut, die sind nicht schwer. Seht ihr, wir haben Leben aufgefüllt, gerade durch den letzten Angriff. Da sieht man noch das Herz, das über mir, oberhalb von mir erscheint. Ich habe Geld. Zweimal die Karte, okay. Naja, sind wir immerhin den Secret Raum, das heißt, wir müssen nicht mehr so viele Bomben opfern, um den zu finden, wenn wir mal den finden wollen. So. Nice Boss Time. Und wir haben. Oh. Seht ihr, die Schüsse sind jetzt rot, auch wenn sie noch vergiften. LOL. Okay, das sollte nicht so sein. Ich glaube nicht. Was war das denn? Von diesem Schuss getroffen worden bin, das ist doch irgendwie erbärmlich. So, und fertig. So, jetzt haben wir doppelten Schutz. So. Na gut, das sollte nicht so schwer sein. Also nur diagonal schießen können und nicht horizontal. Und vertikal. Ey, können die mal aufhören mit diesen nutzlosen Räumen? Ich glaube, ich habe noch keinen diesen Secret-Räumen gefunden, der mir irgendwas brachte. Ah, die sind auch nicht so ein Problem, solange sie da nicht schaffen zu entflüchten, zu escapen. Aber dann können wir kein Item aufheben. Oh fuck, das. Er ist viel später zurückgekommen. Als erwartet. Und stirbst du noch? Nein, stirbst du nicht. Ich habe bestimmt nur noch so einen Schuss übrig. Das hab ich gesagt. Oh, das ist noch Geld. Ich habe keinen Schlüssel. Was nicht so praktisch ist. Hm. Oh, das Teil könnte man gebrauchen. Weil ich zum Beispiel hätte ich den angreifen sollen, dann hätte mein Leben aufgefüllt. Müsst ihr gerade dorthin gehen?
Hört auf zu existieren, ihr blöden Köpfe. Ja, los, in den Shop kann ich schlecht reingehen. Ich habe da hinten noch ein Herz, also kann ich hier das einkaufen. Come on. Gib mir doch was Nützliches. Gefahr und können ruhig das Level die Ebene abschließen mit weniger. Oh crap. Wenn ich von Level abschließen rede, dann müssen die mir nicht so einen Schreck geben mit dem Boss mit diesem Gegner. Gut. Aber ein Schlüssel wäre mir lieber. Oh crap, es braucht gerade ein volles Leben. Nicht dein Ernst. Vielleicht kriegt das hier noch. Ich bezweifle es. Ich mag diesen Gegner nicht überhaupt nicht. Hinten angreifen. Wenn ich sie draus traf ich zu und am Schluss macht er noch ganz scheiße. Ja gut, scheiße macht er durchgehend, aber ihr wisst, was ich meine. Das müssen wir dann bald mit seiner zweiten Aktion loslegen. Ja, genau jetzt. Wenn man irgendwo eingesperrt hat, ist es einfach, aber so einfach den anzuspüren. Treffen könnte ich auch mal. Wow. Ich hab's gesagt, ich bin zu vorsichtig bei dem Gegner, aber ich will eigentlich nicht zu viel verlieren. Wow! Renkt man sich noch weiter, dann ist man doch sicher und dann kommt sowas. Das hasse ich an diesen Scheißhaufen. 9 Lives. Ich hätte da 9 Leben. Aber sonst nichts Praktisches. Ich nehme das, dann kann ich in den anderen Raum auch noch reingehen. Das ist Bruder Bobby oder sowas. Schluss. Ich könnte immer noch einen Schlüssel kriegen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, was mir überhaupt nicht so gefällt. Ich lasse diese Räume nicht gerne aus. Durch diese Kosten noch versuchen, Schlüssel zu kriegen, aber ich habe keine Lust dazu. Und gleich diesen Raum oben dran. Okay. Jetzt haben wir Schlüssel. Für die Gegner sind einfach. Obwohl die mir irgendwie ein bisschen schneller vorkommen als sonst. Wow, gegen diese Gegner ist das Gift eben unter anderem auch praktisch. Weil sie nehmen trotzdem Schaden durch das Gift, auch wenn man sie von vorne angreift. Von vorne angreift. So. Vielleicht nehme ich dafür unnötig Schaden, weil ich selber einsperre.
Was so extrem schlau ist. Naja. Ich weiß, was mein Ziel ist, deswegen bin ich nicht so vorsichtig. Muss man auch noch beachten. Das hat doch sowas von nicht gelohnt. But no risk, no fun. Ich wäre gern der, der mit einem Leben noch überlebt. Das Büchlein da finde ich eigentlich sogar recht praktisch im momentanen Fall. Das macht, dass wir jedes Mal ein blaues Herz kriegen, wenn wir es aktivieren. Und ja, wir haben momentan ziemlich Herzprobleme. Unter anderem vielleicht auch ein bisschen absichtlich Herzprobleme, aber es ist trotzdem schön, wenn man sowas im Petto hat. Einfach mal schießen. Und auf das Beste. So. Maus kann zerstören. So haben sie aber den Raum. Bin ich eigentlich irgendwie ganz schlecht geworden oder nur ein bisschen? Sieht aber noch nicht gut für mich aus. So wie ich momentan spiele. Ey! Okay, das ist jetzt aber verwirrend. Aber wie geht das? Man kann hier eine Bombe legen, aus dem Raum rausgehen, aus dem Raum wieder reingehen und die Bombe macht einen größeren Boom. Gut. Wow, das ist bisher wahrscheinlich der nützlichste Raum gewesen, den ich gefunden habe. Und obwohl das eigentlich einer der schlechtesten ist. In diesen Raum gehe ich lieber nicht, sonst habe ich keinen Schlüssel mehr für den Treasure Room. Kommt und stirbt. Töten wir dir, bevor wir den Schlüssel holen. Münze. Da könnte Bloody Last haben. Das würde ich gerne haben, aber. Zuerst mal sicher gehen, dass ich den anderen Raum auch aufmachen kann. Das ist bestimmt was nicht Unnützliches drin und nachher bereue ich es, aber. Ist mir trotzdem lieber. Hier. Ich habe schon vermisst. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin zweimal in den reingelaufen. Oh mein Gott. Wie bewerkstellige ich denn das? Die Bombe, die Bombe macht. Das ist schlecht. Ich habe es irgendwie geschafft. Aus dieser Situation rausgekommen. Wow, der hat so viel Leben gehabt. Der muss ja auch gleich wieder drunten sein, gut. Du bist auch tot und du jetzt auch, oder? Sicherheitshalber noch so. Okay, wir haben den Schlüssel gekriegt. Wieso kriegen wir das jetzt? Okay, obwohl. Das ist unter anderem vorteilhaft. Ja gut, wir haben Bruder Bobby. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht. Weil das Spectral-Tier finde ich einfach nachteilhaft, dass man die Scheißhaufen und das Feuer nicht mehr ausschalten kann. Was aber eben nicht kein Problem ist, wenn man Bobby hat oder sonst jemand, der normal schießt, da die das auch auslöschen können. Zu einigermaßen guten Konditionen und zweimal das Kochbuch, das ist jetzt. Ja. Nicht gerade praktisch. Ah, du kommst ja logischerweise, kommst du. Ich hab gerade das Buch geholt. Wenn man dieses Buch hat, das ich momentan habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie sieht, um einiges höher oder glaube sogar 100%. Ja, das sollte eigentlich nicht unterhalb von ihm sein, der sollte lieber auf ihn zu rennen. Aber man hat ein bisschen wenig Platz. Oh mein Gott, das war knapp. Jetzt rennt er auf mich zu, ich hoffe, ich bin schnell genug, sollte aber der Fall sein, ist es nicht. Für sowas von gar nicht. Er ist schneller als ich. Oder sonst genau gleich schnell, aber da er genau weiß, welchen Weg er nehmen muss, ist er schneller als ich. Um die Kurven herum. Genau das meinte ich. Ein vielgeschlagener Lauf.
Wie heißt es, wenn ich langsam bin? Ist immer so nervig. Ja. Ich sage mal, das war's für dieses Mal und ich werde gleich noch einen Run machen, der hoffentlich ein bisschen besser läuft und ich bin jetzt langsam wieder im Spiel drin. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.